So, fangen wir jetzt mit angespielt an. Wir haben gerade das Tutorial ein bisschen gemacht, damit ich ein bisschen labern kann, wenn ich die Rettungsmission mache. Wir spielen Tin Can im angespielt. Wo ich jetzt aber gerade sehe, das Überleben dauert, man soll nur 6 Minuten überleben in einer Rettungskapsel auf einer Station, wo man eigentlich Hausmeister ist, aber so im Tutorial gelernt hat, wie man eine, also wie man die Rettungskapsel so ein bisschen wartet. Über Anleitungsbrunnen, also Geschichten. Kann auch sein, dass ich einfach sterbe, in der, also es gar nicht schaffe, die 6 Minuten. Wobei, vielleicht kann man auch länger 6 Minuten. Naja, jedenfalls, wir müssen die Funkbarke am Leben halten, damit wir gerettet werden können. Und ich glaube am Anfang, weil wir haben auf der Station, auf der wir sind, gibt es einen Unfall mit der Energieversorgung. Deshalb müssen wir diese Station auch verlassen als Hausmeister in dieser alten Rettungskapsel, die eigentlich ziemlich anfällig ist für Fehler. Ich würde es einfach machen, überlebe 6 Minuten. Und wenn es jetzt so ist, wie es am Ende vom Tutorial war, laufe ich jetzt erstmal rum durch die Station und nehme noch so viel mit wie möglich. Achso, ich habe 37 Sekunden noch Zeit. So, und raus hier. Oh, ich sehe schon. Halten der Gridmaus hat Griffe fest, um mich zügig in der Schwerelosigkeit zu bewegen. Höhe drücke Left Shift oder Left Control, um dich festzuhalten, beim Festhalten eines Bügels nach oben oder nach unten zu bewegen. Das Repair-Ding ist gar nicht ganz. Hauptrechner offline. Ich würde mal sagen, gleich haben wir ein Loch. Weil gerade durch so eine Art Asteroidenwolke fliegen. Staubwolke. Das, mein Gott. Tab drücken, um die Taschenlampe einzuschalten. Wie man sieht, bin ich schon total im Spiel drin. NAB2, was ist NAB2? NAB2. Nee, NA82, Pumpe defekt, 29. Leerer Druckbehälter, Pumpe. Hat Schaden genommen, Luftfilter weist geringen Datensatzvolumen auf.
Ich bin irritiert. Ich bin schon so gut wie tot. Unzureichende Energieversorgung auf System kann es übrigens auch sein. Hier scheint schwindelig zu sein. Finde die Ursache für das Problem. Aber der Reaktor hat genau die richtige... Also daran kann es schon mal nicht liegen. Leerer Druckbehälter. Kapsel, ach so, Sauerstoff niedrig, ja, ist mir klar. Aber daran arbeiten wir auch gerade, der Sauerstoff steigt doch jetzt wieder, oder? Ja, Fehler ist weg. Das Piepen muss so. So, CO2. Was hast du? BKEE-Fehler. Behälter leer. BKEE. 30. Leerer Druckbehälter. System kann ich mir ordnungsgemäß. Druckbehälter ist leer. Ja, dafür muss ich hier irgendwo einen Schalter haben. Warum startet der nicht? Ach so. Das waren schon die 6 Minuten. Das war schon die erste Herausforderung. Einmal das Ding reparieren. Ja, man sieht einfach, man kriegt Druck. Du wurdest geortet. 10 Minuten überleben. Ja, du musst an einem anderen System den Ein- und Ausschalter. Nochmal. Na komm, einmal geht noch. Und los. Ah, die Sequenz fehlte vorhin, wahrscheinlich weil ich zu schnell gedrückt habe. Man hat den Druck vorhin übrigens auch bei 6 Minuten schon gespürt. Ich dachte eigentlich, ich sterbe. So, du zeigst mir schon an, wir haben 2N0, oh mein Gott, 0
Problem. NOA. Systembetriebsakku. 26. System teilweise oder vollständig über Notstromakku versorgt. Unzureichende Energieversorgung des Systems. Oh mein Gott, da fehlt ja alles drin. Ah, jetzt ist der an. Der brauchte nur einen Akku, aber die Reparatur davon ist nicht nötig. Nur 17H. Achso, das ist, weil wir zu wenig Sauerstoff gerade haben, aber das, der läuft ja wieder. Achso, der. Ne, der Druck ist richtig. Oh, es wird kalt. Wo war das Temperatursystem? Wobei, er sagt mir hier 21 Grad, wäre immer noch. Guck mal, der Reaktor ist aus, wir machen zu wenig Strom. Wir verzichten mal auf Licht. BKEE. Ach, das Ding ist wieder leer. BKEE. Behälter leer, 30.
Wo soll ich denn noch mehr Strom herholen? Ach so, meine Taschenlampe unten links hat nur einen Akku. Da bin ich mit meinem Kopf vor. Schalten wir die künstliche Schwerkraft aus. Sollte das CO2 sinken wieder? ABT6. ABT-Behälter voll. Oh, okay. Aus mit dir. Rein mit dir. Anschalten. Wo ist das Notfalllicht? Ich werde hier nämlich bekloppt. Wo ist mein Anleitungsbuch? NA 82 Pumpe defekt. Pumpe hat Schaden genommen. Luftfilter weist geringen Datendurchsatz auf. Unzureichende Energieversorgung. Hilfe. Ja, falls das nicht daran lag. Ja, Sauerstoffversorgung ist auch an, aber CO2 war ja auch ein Problem. Zu viel CO2 oder ungenügend Sauerstoff. Ach, es war nur ein paar Sekunden vorm Ende. Es hat mich irritiert, dass der plötzlich die Stromversorgung so weg war. Das fand ich ein bisschen, das hat mich irritiert.
Warning. Reactor meltdown imminent. Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Ah, die Probleme sind jedes Mal andere. Wer sich dafür interessiert hat. NOA. Systembetriebsakku 26. Okay, wir mussten nur ein bisschen Strom einsparen. Da habe ich eigentlich schon ein paar Teile geholt. Um den Reparaturtypen zu, also beziehungsweise zu benutzen. Aber ich habe nur Gefahrengutdinger mitgenommen, okay. Aber jetzt bleibt der Akku hier voll, ja. Dafür brauche ich einen An- und Ausschalter. Da habe ich aber, glaube ich, keinen mitbenommen. Achso, das Lichtsystem kann ich auseinandernehmen. Danke für den Hinweis. Bis jetzt passiert noch nichts. Nur das Umwandlungssystem existiert auch nicht. Kernreaktor. Oh, es wird kalt.
müssen Strom einsparen. Also machen wir mal die Schwerkraft aus. Die künstliche. Ja, Heizung sollten wir beibehalten. So, Druck 2 NOA BKEE. BKE 2 NOA Akkudefekt. Ne, 2 NOA ist extrem Betriebsakku. BKEE ist Behälter leer. Sehen wir, dass der CO2-Behälter auch schon fast ganz voll ist. Ja, der macht jetzt den Alarm, dass ich hier schon ein bisschen zu viel CO2 habe. Kapsel CO2 hoch. Also der Chat hat gerade gesagt, es ist das Low Power Ice Event. Was bedeutet, man muss eigentlich die Zeit überbrücken mit Akkus, die in den Systemen drin sind. Also musst du wahrscheinlich, umso länger es da, musst du auch die... Achso, da drauf drückt, dann deaktiviert er den. Aber CO2 nimmt jetzt ab, Sauerstoff ist stabil. Luftfilter, geh weg. Und an. Tut mir leid, der Chat hat den Tipp gegeben, dass der Luftfilter wohl ein bisschen dreckig ist. Jetzt sieht aber alles wieder stabil aus.
Staubwolke. Ich denke mal, man kann wieder den, Boah, ich vergesse immer, wo die Lichtschalter sind und alles. Ach du Kacke! Ah, gut, das reicht schon. It's me. I'm aboard rescue ship. We're almost there. Just keep your beacon online a few more seconds, so we don't lose you. We're gonna bring you home, alright? Da haben wir 10 Minuten jetzt auch geschafft. Ich finde das ein sehr interessantes Konzept vom Spiel her. Und es ist immer weiter eine Herausforderung, noch mehr Minuten zu schaffen. Und es geht halt immer wieder Sachen kaputt. Natürlich, irgendwann hast du natürlich die Routine drin und kennst die Sachen automatisch. Und schaltest anscheinend, weil wir haben ja gerade gesehen, die CO2-Aufbereitungsanlage war ja bei mir gar nicht bestückt mit Sachen. Und die Akkus fehlten ja auch vorher. Es wird also immer ein Element dazu gemacht, umso weiter du kommst. In diesen Herausforderungen mit dem Überlebenden. Und dann gibt es ja auch hier Herausforderungsmodus. Stell dich deinen Ängsten und bestehe mit Mut und Köpfchen maßgeschneiderte Herausforderungen, die dich möglicherweise in den Wahnsinn treiben werden. Also man spürt auch richtig beim Spielen den Druck, der dir im Nacken ist, wenn du gerade mit einem Problem konfrontiert wirst, was du noch nicht kennst im Spiel. Finde ich ganz cool, finde ich echt cool gemacht. Bestzeit in der Community, um am meisten zu schaffen. Nur verschlüsselte Fehlercodes und das Handbuch wird aus der Kapsel entfernt. Du kannst dir von einem Freund bzw. deiner Freundin mit dem Handbuch helfen lassen. PDF-Handbuch auf der Steam-Spielseite. Das erinnert mich an dieses, kennt ihr noch das, wo... Es gibt ja dieses eine Bombenentschärfungsspiel, wo der andere dir sagen muss, was... was du zu tun hast, um die Bombe zu entschärfen. Aber cooles Spiel. Müssen wir auch keine Stunde anspielen, sind 32 Minuten ausreichend, um zu sagen, was es ist. Cooles Konzept, sieht man nicht so oft. Gibt auch einen Szenario-Editor, wo du einfach selbst angeben kannst, welche Systeme ausgeschaltet sind in der Kapsel. Zeigen, welche offline sind. Also kannst dir ein eigenes Szenario zusammenstellen. Mit fehlenden Komponenten. Zuversätze, welche Komponenten wahrscheinlich fehlen werden. Hat sich jemand echt viele Gedanken zugemacht. Hoffe ich, dass die Erfolg haben, weil es ist wirklich ein, ich weiß nicht von der, ob man das jetzt Ewigkeiten spielen wird, sei mal dahingestellt, aber es ist definitiv mal ein bisschen anders und ein ganz cooles Konzept, einfach in so einer Rettungskapsel alles reparieren zu müssen. Finde ich besser als die ganzen Automechanik-Spiele, wo du die, obwohl die Karren restaurieren ist auch okay, so tiefenentspannt, dass hier so ein bisschen Stress im Nacken, aber Daumen hoch, ey, cooles Konzept. Richtig cool. Wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, kauft euch das Spiel. Wir, also ich kann das, wer das jetzt cool fand, kann das nur empfehlen. Coole Nummer vom Entwickler.